Hat, hier. Ich bin drin, Jungs, ich bin drin, kommt oben hin, kommt oben hin, kommt oben, kommt oben, kommt oben, kommt oben, kommt oben, kommt oben! Jo, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rust Highlights. Heute geht die Action auf dem Server ab. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, generell auch immer, wenn ich Rust streame. Der Server ist immer von 17 bis 1 Uhr online und ich streame die meiste Zeit, wenn es geht, davon Rust. Wenn nicht Minecraft Week, WoW oder irgendwas anderes dazwischen kommt, also gerne vorbeischauen. Und heute haben wir den ersten Krieg mit einem Team tatsächlich gehabt. Danach auch den ersten Raid. Also es ist eine Menge passiert in der Folge. Sehr, sehr viel Action. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Lasst gerne ein Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert den Kanal und checkt gerne alle anderen aus. Leider verlinke ich nicht in der Beschreibung, weil es viel zu viele Leute sind. Aber Twitch Prime ist kostenlos.de. Dort findet ihr alle Teilnehmer auf dem Server. Ich wünsche euch viel Spaß. Hauptmann kann ich auch mitkommen, wenn er Max braucht. Wir brauchen eh nur Helmet und Waffen, right? Genau. Nee, ich geh jetzt erstmal farmen. Ich geh farmen. Paul, ich bin ready. Zeig mal. Halt, halt. Aber weißt du was? Gib mir gleich mal deinen Kanister. Komisch, dass also wir nicht einfach hinstellen können und Schnee sammeln. Komisch, dass ich nicht einfach reinbrunzen kann. Bear Grylls. Ich würde Maden essen, wenn es um mein Überleben geht, sag ich dir ehrlich. Ich würde auch. A Majority würde das machen, to be honest. Paul, ich würde auch. Weißt du. Dich essen. Was, wenn ich dich zuerst esse? Ja, stell dir vor, Bro, stell dir vor, du bist halt so das Opfer. So, wenn alle so sagen, so, ja, essen wir den zuerst. So, ja, dann töten wir einmal Kroko, weil dann haben wir, dann können wir lange essen oder so, Bro. Monka ist, man. Imagine, das ist Beweggrund für Diät auf einmal. Du willst nicht der Typ sein? Ich hab abgenommen. Ja, ich hab Angst, dass ich einmal. Wegen Corona bricht alles zusammen, komplett alles, weißt du, Wirtschaft, Menschheit, Sozialsystem, alles. Und dann schnell abnehmen, damit du nicht der Erste bist, der gegessen wird. Metro Exodus Feeling. Ich finde das gerade richtig geil. So im Schnee hier, dieses verlassene Militärgebiet, leise die Musik im Hintergrund. Es ist gut möglich, dass hier jemand ist. Crates draußen war nicht lootet, aber Mining Outpost war lootet. Oh mein Gott, Pauli. Oh mein Gott, Pauli. Ich würde schon gerne noch ein bisschen abwarten, was da passiert. Vielleicht kann ich dann einen Kill abstatten oder so. Mann, ich schwör, Pauli ist so ein Idiot, Alter. Er geht zweimal hierher und stirbt zweimal am Panzer. Das ist halt nicht mal reasonable in irgendeiner Form. Ist einfach nur fucking stupid. Ich habe das Red Keycard-Gebäude gelootet. Ich habe die eine Stelle mit den Boxen gelootet und jetzt nochmal Mining Outpost. Der Typ ist hier für nichts hergelaufen. Der ist legit für zwei Kisten hergelaufen. Okay, Tate und noch ein paar und seine Kollegen, das sind scheinbar looten. Okay, also das war Tate. Wer spielen wir denen? Tate, Reen, Squarion. Die machen wir dann später Meier, wenn ich nach Minecraft Week wieder auf den Server komme. Die versuchen halt die ganze Zeit Bradley zu töten. Haben sie auf dem alten Server auch schon, aber haben es nie hinbekommen irgendwie. Schau her. Üff. Okay, Bro, okay, ich hab Tate und Reen nochmal getroffen. Ja? Und hab mit denen ein bisschen gequatscht und so, dann haben sie mir Waffe zurückgegeben. Okay, weil ich wollte gerade sagen, im Chat wurde gerade jemand abgeknallt, also Syndica wurde gerade abgeknallt von einem von denen. Ich wollte eigentlich sagen, das ist endgültige Kriegserklärung, ja, aber. Okay. Da ist aber jemand wild unterwegs. Haben wir noch Granaten? Wieso? Ja, die Base müssen wir sprengen. Wir haben nicht genug zum Base sprengen. Müssen wir sprengen. Wir haben nicht genug zum Sprengen. Ich will aber nur töten und teabaggen und so. Looten, alles. Mhm. Setzen Sie sich, setzen Sie sich. Holy shit, Alter, wie geil ist das? Weißt du, wo ich mich hier sehe? Ja. Morgen, wenn wir Tier 3 Workbench haben? Ich schau die ganze Zeit in die Kamera bei Dom, ja. Und wenn ich Steps bei Top Dom höre, gehe ich aufs Dach und snipe ihm einfach weg. Ich bin so bereit. Bereiter werde ich nicht mehr. Hast du was zum Trinken? Hörst du das jetzt nicht dein Ernst? Ich bin 15 Minuten auf keiner Base, du fragst mich jetzt, wo wir das sind. Am Weg noch Tankstelle gehen. Lass mal hinter Tankstelle gehen, bei Felsen, und nicht Voice chatten. Na, schau mal, die grillen sich gegenseitig gerade. Ja, jetzt wird Patrick sicher aus der Base kommen. Ja, Jasko ist bei dem im Team, der hat ihn sicher in der Base gekillt. Ist das deren Base, die da vorne? Ja. Ferngläser werden's. Da kommt einer mit dem Pferd links. Oh, Airdrop. Ja, ah, der wurde auf der Insel gecallt, das ist ein gecallter. Lass links an die Küste. Wir müssen rechts an die Steine rangehen und dann hoch, wenn's geht. In dem Turm da oben könnte einer sitzen, rechts. Ja, das ist, by the way, ist das nicht Jeff? Keine Ahnung. Jeff. Ich glaube legit, dass die maximal zu dritt sind, weil nur zwei Leute den Airdrop geholt haben.
Einer hat uns gesehen, aus dem Fenster geschaut. Bis einer rausgeht. Wir sind keiner fucked jetzt. Nein, das wäre nicht. Er hat uns gerade gesehen. Wir sind im Sandwich. Ich weiß nicht, dass wir im Sandwich sind. Ja, okay. Weil das Ding ist, die werden jetzt wahrscheinlich Coastline-Zange machen. Auf dem Dach. In der Base drüben. Das aber, schaut aber nicht zu uns, das AFK, glaube ich. Wir laufen an die Base ran. Bei dem Stein da vorne sneaken wir und dann hören wir, ob wir was hören. Ja, ich mach Fässer, Tiere und so eine Scheiße. Er hat nicht wirklich gesteppt gerade. Hör auf zu steppen, Alter! Wir haben kein... Aber wir brauchen Essen. Ja, wir müssen los. Mehr, oder? Doch, also, nicht ist ja, lass uns mal... Lass mal einmal hier die Konfort ausnutzen. Da, Alter, waren einfach 5 bewaffnete, starke, sehr, sehr starke, sehr gebräunte Männer und die haben mich alle angeguckt. What the fuck? Einer ist tot. Was passiert hier gerade? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, was geht hier ab, Mann? Ja, vor allem, ich muss mir nachher mal die Base angucken, wo welcher Ausgang ist, weil ich habe hier wirklich... Ich glaube, Pauli hat ultimative Shit-Position. Heide Witzka! Ich glaube, man sieht den von oben, falls jemand oben ist. Digga! Fucking hell, Alter. That's dead. Let's go, let's go. Finish GG, Boys. What up? What up, what up? Wait, warte mal. Waren die nicht zusammen? Bin ich jetzt verwirrt? Hä, wer ist mit wem im Team? Ich kenn mich gar nicht aus. Bro, ich kenn mich gar nicht mehr aus. Ich kenn mich überhaupt nicht mehr aus, Mann. Oh. Alter. Ich hoffe, wir frieren uns nicht. Alter, Jalla. Auf Patrick. Aber wir haben ihn nicht angetroffen. Und stattdessen waren wir auf dieser Insel hier im Norden, dann im PvP-Gebiet. Und dort ist ein Airdrop gecallt worden von einem Team. Und wir haben dort nur eine Base gesehen, dachten uns, okay, wir gehen hin und schauen, ob wir vielleicht was bekommen. Und dann haben wir gecheckt, da ist eine zweite Base in den Steinen versteckt. Und ein drittes Team versucht, diese zweite Base zu raiden, während der Airdrop dort ist. Und wir haben uns dort eine halbe Stunde in dem Stein versteckt und versucht zu verstehen, was passiert. Und dann haben wir das eine Team gekillt und dachten, okay, jetzt machen wir Handshake Agreement mit den anderen Teilen den Loot. Aber dann sind wir gestorben. Und jetzt laufen wir hin und hoffen, dass wir die Situation irgendwie klären können. Jo, viel Spaß beim Bauen. Ich hab dir ein bisschen Korn da gelassen, falls du hungrig wirst. Hey, Pauli. Ja? Wie viel Korn hast du? 0. Brauchst du noch was? Ich dachte, wir haben beide 3 bekommen. Ich glaube, sie hatte einen Favoriten, Pauli. Wenn du 3 bekommen hast. Wenn dir eine Frau 50 Korn schenkt, dann weißt du schon, dass alles gut ist. Oh mein Gott, du Playboy. Du hast dir wirklich die Gunst einer Frau in einem Survival-Game erlangt. Du bist wirklich... Digga, gerade dass du nicht in Man's Health bist auf der Frontpage. Wenn's hart auf hart kommt, Bogen gegen automatische Waffen. Jawohl, da merkt man, wer das Seepferd gemacht hat in der Schule. Ja, also ich habe eine ausgekugelte Schulter. Na, Rettungsschwimmer wirst keiner mehr. Ja, man sieht's. Jo, ja. Unser... Ja, und wir haben dann gesehen, wie halt von der Base auf der anderen Seite des Flusses, und das glaube ich, das ist halt Patriots Base, 5 Leute mit Hazmat Suits rüberschwimmen wollten. Und die haben uns dann gesehen und haben gedacht, okay, ist schon gelootet und haben sich wieder verpisst. Und dann dachten wir uns, okay, wir schauen aber, was hier abgeht. Und dann haben wir halt euch reden gehört, aber ja, haben halt draußen Leute rumlaufen sehen und es hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Und dann haben wir gesehen, dass auf der Base hinten, ich glaube, da wohnt ja Bunter, eine Leiter hängt. Und dann standen wir legit 20 Minuten hier hinterm Stein und haben versucht, zu verstehen, was passiert. Und dann haben wir erst begriffen, dass ihr da wohnt und geradet werdet. Und dann haben wir halt die Raider abgeschossen. Ja. Und wir wussten nicht, wer jetzt noch lebt und wer nicht. Weil wir haben kurz überlegt, so haben wir alle gekillt und wollten mit euch reden. Aber dann haben wir nicht mit euch geredet, weil wir dachten, es lebt noch jemand von denen. Also wir wollten auch nichts Böses. Ich singe euch ein frohes Lied. Wir dachten, es lebt noch wer. Voller Freude. Ist Henke bei euch im Team eigentlich? Ja, aber der ist Moin. War mal. Ich weiß nicht. Ich glaub, der hat nicht die Nerven für das Spiel.
Also ich sag mal so, wir haben ihn ein bisschen vernachlässigt. Okay. Er ist halt einfach immer nur mit einer Gitarre hinterhergerannt und gestorben. Meistens, weil wir ihn aus Versehen erschossen haben im Eifer des Gefechts. Und heute war online und da waren auch irgendwie 70 Spieler. Waren wir hinten im Water Treatment und Philo hat in der Ferne einen Gegner gesehen, hat ihn aber aggressiv mit einem 720 416 Swag Scope weggemacht. Und es war einfach Henke. Blöd. Und dann ist er gequittet. Wie klein ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, anyways, also wir dachten uns jetzt, wo wir vielleicht schon mal da sind und mit euch talken können, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man Freunde im Norden habt und wenn ihr Freunde im Süden habt, ne? Oh, baby! Eher ungern, Bro, eher ungern eigentlich. Aber okay. Es sei denn, ihr braucht jetzt wirklich irgendwas Bestimmtes. Nee, du, Loot geht's uns primär gar nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dort andere Teams sind. Also wir backstabben euch safe, Call nicht. Wirklich nicht. Wir töten nur die Teams, die anderen ich abfucken. Hätte ich euch nicht zugetraut. Hört mich sehr nett an. Sehr attraktiv. Sehr, sehr attraktive Männer. Sehr attraktive. Also ich würde sagen, es ist nicht so, dass wir euch jetzt nicht vertrauen, aber ich würde trotzdem sagen, lass mal lieber nicht machen. Ich hab eine wichtige Frage, die ich euch stellen muss. Wie seid ihr gegenüber der Papa-Platte-Crew eingestellt? Wichtig. Die töten. Karl ist legit eine der wenigen Personen, der Kill und Seid ist. Für mich. Easy. Alter, ich liebe die. Abfahren. Ich liebe die. Ich würde mein letztes Hemd für euch geben, ist auch ehrlich. Der Golder schaut ein bisschen dürr aus. Aber ich glaube, der hat auch den Pauli tragen. Sie seht deinen Namen, Alter. Die Goschen. Ja, der gehen wir, oder? Oder willst du noch bei Petritz in der Base vorbeischauen? Ja, vielleicht ist er da. Vielleicht ja, dann komm mit. Komm mit, ich rad vor. Petrit ist aufgegangen. Mann, warum geht Petrit auf, Alter? Rejoin doch und gib uns deine scheiß Base. Mann, wenn der Typ legit hier aus der Tür rausläuft, gehört die Base einfach uns. Er weiß nicht. Wer will Beef? Mann, wir haben zu viel Loot für den Scheiß eigentlich. Steht sie am Dach wieder, am Dach. Wie schaut's aus, Zigma? Ja, können wir. Ich bin zufrieden. Kurz Psychospielchen auspacken. Ich hätte das richtig gesehen mit der Shotgun. Warum muss Jeff da zurückkommen? Wenn Jeff da nicht zurückgekommen wäre... Holy shit. Nee, weißt du nicht. Ja, Linke. Jungs, pack das Scrap weg. Pack das weg, Jungs. Ich hol nur kurz Scrap, ja? Joshua, warte hier. Ja, okay, wir hören uns vom Casino. Nein, Casino. Komm, dann lass mich durch. Ich lass ihn nicht vorbei. Ich hab sogar Scrap einstecken. Passt, dann sehen wir uns gleich, ja? Ja, 100 vielleicht, du Hund, du. Bis gleich, Joshua, tschüss. Wer ist jetzt der Delusional, du Vollrotlerner? Kraftwerk hat ein Foto von mir gemacht. Ich bin sein Lieblingskunde. Ich wundere mich, warum. Stritze, du Bastard! Yes! Pauli ist jetzt! Gib mal Scrap zurück! Ich geb dir Quatsch! Du Stück Scheiße! Stritze, wo bist du? Ja, das schleicht mich! Ich trashies! Gib mir nur 40 Scrap! 40! So, ich bin off, wir sehen uns morgen! Besser ist es! Tschüss! Bis morgen, ja! Können wir da vorne über den Berg raten? Kriegen wir hin, oder? Du depperter Gaul! Ja, du scheiß Kreatur! Oh, no, not on me! Ah! Der steht hinterm Zaun. So, also da tun wir den Fuse rein und dann können wir damit in die anderen Orte. Soll den Tunnel. Nein, zuerst klimmen wir den Tunnel. Die Scheißkinder haben Ärger in der Aimbot, pass auf. Lass sie pushen. Oh, da wirft man nicht ins Gesicht. Harvey, what the fuck? Nee, na, manche nur. Zwei sind da jetzt noch.
Daher, daher. Okay, Du gemeine die Sicherung. Passt, zur grünen Tür jetzt, wo wir gerade waren. Erst nicht schreck mich, Alter. Bist du deppert mich jetzt gerissen. Ich glaube, wir müssen da nichts umschalten. Geht's weiter, lauft in den Tunnel weiter. Ja, Fuse rein, Fuse. Tunnel weiter, Tunnel weiter, Tunnel weiter, lauft weiter. Okay. Jetzt zieh durch die Karte, zieh durch. Das sind vier. Oh, blöd. Lauft er doch nicht rein? Du, ich komm nicht. Ich kann nicht, hör auf. Ich kann nicht dran. Ja, ich kann nicht aufmachen. Da direkt links steht er. Kann er zu uns ran? Direkt links steht er. Kannst du mal die Tür. Der steht, siehst du ihn? Siehst du ihn? Der Ehrenlose. Der hat Shotgun. Ja. Der hat fix Shotgun. Ich mach auf, okay? Rip, wir sind gefangen. Geht nicht. Wir müssen andere Weg nehmen, glaube ich. Ich glaube, der steht rechts hinter der Tür. Aber not sure. Oh, Alter. Soll ich aufmachen und du probierst? Aber den gleich weg dann. Ja. Okay, 3, 2, 1. Hit da noch? Ich bin aber nicht dead. Weiter. Stressig, Alter. Ich sag's, wie es ist. Ich hab einen Airdrop. Ah, wir haben so einen fetten Ofen. Oh, die kleinen Öfen, die wir oben haben, die schmelzen ja urlangsam. Und wir haben jetzt so einen fetten Ofen, wo mehr reinpasst, der schneller schmilzt. Pauli, schmeißt mir noch ein bisschen Fleisch auf den Ofen, bitte. Ich bin so hungrig nach der Action. Also, solange ich allein bin, mache ich den Loot-Job nicht, glaube ich, Chat. Was ist mit ihm? Ich hab keine Ahnung, was mit mir gerade passiert ist. Kommt er mir wieder? Herst, was ist passiert? Hallo? Was hast du gemacht? Nix, wieso? Du hast gerade dich und Benny mit einer Nate getötet. Also Freeze gehabt. Du hast dich selber und Benny mit einer Nate getötet. Ich schwör, du hast hier eine Nate hingeworfen und habt euch. Ich bin connected. Da, schau, was am Boden liegt. Hatte Freeze Queen. Schau, was am Boden liegt. Oh, mega lol. What the fuck? So, irgendwas wollte ich machen. Eigentlich genau, ich wollte. Also, okay. Was ist unser Plan so straight up für heute? Ich hab Workbench Tier 3 gecraftet. Scrap farmen. Wenn wir noch 500 Scrap haben, können wir Explosives machen und nochmal 500 können wir C4. Also 1000 Scrap, dann können wir C4 machen. Geh auf Cobra Watch. Ja. Und sag mir gleich, ob die Tür aufgeht. Ja, geht auf. For real? Ja, ist offen. Das wird ehrenlos. Ja, dann warte ich noch, bis Armin da ist, weil ich muss euch dann alle so whitelisten auf die Shotguns. Schau oben. Gottlose Solarfarm. Chat, wisst ihr, was wir machen? Wir bauen einfach neben deren Base einen Turm, gehen hoch aufs Dach und sprengen uns von oben ran. Das ist, glaube ich, schneller, als wenn wir unten gehen. Boys, ich bin hier, um Petri zu beenden. Hallo. Let's go! Let's go, Mann! Auf geht's! Petri wollte uns raiden. Sie sind oben. Ich hab ein paar Leute zu uns ins Boot geholt, die mitreden mit uns. Murat und so, oder was? Murat, Philo, Colin, Bunter, also zwei Teams sind dabei, die uns helfen. Sick. Frage, greifen wir von zwei Seiten an? Bro. Wir können Mats mitnehmen und einer towert sich hoch. Auf jeden Fall. Einer towert sich hoch auf deren Tower. Also wir bauen daneben ein Building, neben ihrem Building. Und bauen uns hoch. Das Ding ist, nehmt ihr von euch Leitern mit? Ich nehme generell ein paar Mats einfach. Ja, das Ding ist, Raffi, wo bist du? So. Hier unten. Das Ding ist, die machen gerade irgendwas. Die wollen gerade noch, ich glaube, wahrscheinlich machen die noch Oil Rig. Also das Ding ist, ich würde den Raid so auf, keine Ahnung, 22 Uhr oder so ansetzen. Und Raffi, lass uns dann nochmal selber killen und dort spawnen und mit denen quatschen. Ich würde mit denen auch nicht viel quatschen, weil die werden nicht reden. Die werden uns einfach niederballern. Ich kacke auch auf die wirklich. Ich scheiße auf die Wortwörter. Gar nichts reden. Ich muss kacken. Gar nichts reden. Auch wenn die sich entschuldigen und flehen, also wir ruinieren sie komplett. Also ich habe jetzt Holz mit. Wir bauen eine Raid Base. Wir bauen eine Raid Base davor. Wir stellen einen TC ran. Ja. Ich nehme ein bisschen Holz mit und habe zwei Metalltüren. Willst du Stein auch nicht auch mitnehmen? Ja, kann ich auch. Wer, ja, willst du Stein auch mitnehmen? Ja, dann Pauli, geh weg da. Ja, Monke. Setz auch alle 50 AP? Ja, vielleicht kann ich setz dich ans Lager vor. Du hast keine Hose an, du Idiot, Alter. Zieh mal Rüstung an. Ich hab auch keine. Ja, oben ist keine mehr, Mann. Du bist legit dumm einfach. Ich habe noch ein gutes Zeichen für einen Raid. Ich hatte gerade goldenen Schiss. Erstes Mal abwischen, nichts mehr drauf. Los geht's. Okay, auf dann geht's! Direkt Osten, oder? Ja, direkt in die PvE-Zone. Macht die Türen zu, Türen zu hin, der letzte. Imagine, wir werden jetzt abgefangen und haben einfach 24 C4 mit
Das wär's komplett. Wir haben 28 mit. Und jetzt werden die das safe, was ich nicht getan haben, was wir nicht getan haben. Und jetzt werden die das safe nutzen, weil die da denken, sie sind im Recht und keine Ahnung. I don't know, wollen wir dann überhaupt, wenn sie uns erwarten, Bro, dann, I don't know. I don't give a shit. Ja, und? Weiter? Schlippitz hat auch schon ein Ding geschrieben. Abbruch. Die wissen schon längst Bescheid. Das ist halt so ein Joke. Haben wir eine alternative Base, die wir dort kennen, die wir raiden könnten? Nein, wir ficken die einfach. Scheiß auf Patrick. Ja, wenn sie Metagaming machen und jetzt auch noch verlieren, Digga, dann sind sie eh das Letzte vom Letzten. Das Gute ist, jetzt wissen sie gar nicht, dass wir in der Nähe sind. Ja, wir sind einfach die Worst Raider EU. Boys, unten ist alles ready, gell? Ich hab C4 jetzt am Start. Ja, wir können eigentlich gehen. So, wer ist hier? Jack ist da. Kommen Philo und Murat auch? Murat? Okay, passt. Nee. Moin, bin da. Ich bin genau hinter dir, wenig. Oh lol, okay, hab ich nicht gesehen. Ey, wer ist da, 150? Scientist wahrscheinlich. Nein. Nein, das nicht. Nein. Junge, was ist das denn? Einer dead. Da ist noch einer. Hey, das ist der Perik. Wer ist Perik? Oh. Noch einer dead? Ich glaub das war's, oder? Die sind alle da. Da hat er geschossen gerade, oder? Ja. Okay. Boys, holst das Zeug und packst das in die Base. Nice, der hat den Shotgun mit, ich hatte keine. Ich erfahre gerade, dass das Fortnite Pros sein sollen. LOL. Und die ohne Mauern, schade. Die haben nicht mal gebaut, lul. Wie viele Central Charges haben wir? Genug hoffentlich. Okay. Ich hab 28. Wir gehen durch die Holzwand einfach, scheiß auf die Tür. Okay, da links, Vorsicht, links steht er! Das ist er! Die! Oh, sorry, das sind unsere Leute! Okay, okay, ja, okay. Wir sind wieder rein! Absolut gewastet haben wir! Jungs, rein! Warum ist Jasko hier? Ja, der ist aber denen im Team. Achso. Passt auf wegen Fallen! Alter! Wie viele Rocket Launcher haben die bitte? Dafür haben wir die Raid Base, Boys. Ich geh einfach runter und hol meinen Zeug. Die haben nicht mehr Raketen, als wir respawnen können. Weil sie die Base nicht haben. Die Leitern, let's go! Ey! Hilf mal! Kann ich schreiben? Draußen! Ist Colin auch bei uns? Colin ist auch bei uns, oder? Ja. Warte, wie viel Rockets habt ihr noch, Boys? Colin bei uns! Ja. Durch die Decke? Colin! Nein, nicht durch die Decke, kommt her, schießt die Rockets! Schießt die Rockets hier hin, hier! Aber du Colin nicht fighten, Digga, aber du Roleplay! Alright. Was ein Hund! Geil, jetzt geht's los, Jungs! Aus dem Weg! Weg da! Ja, Patrick, das kommt davon, wenn du uns rain willst, Mann. Nicht mit den Ösis anlegen. Warte, nicht runtergehen. Hey, Jungs, geh mal weg. Ey, was ist das, Digga? Wir sind zu dritt. Ihr kommt mit 15 Leuten. Ja, und? Oh, warte mal, wieso steht sie beim Stream? Was ist das eigentlich? Wer? Was? Ist nicht online. Ich bin gerade nicht. Ja. Stützen sie ist in meinem Team, sagt der Crackhead, Digga. Was macht er da? Da fehlt eine Rocket, oder? Du und? Bist du lost? Bist du fucking dumm? Yo! Chill mal dein... Chill mal kurz tief durch, Digga. Nerv ein bisschen. Es trieft richtig. Hey, hol mal Luft, Junge. Hol dir mal eine Plastiktüte, Bro. Sind wir nicht? Was für ein Meter, Digga? Jasko, niemand hier ist am Metern. Digga, wie lost kann ein Mensch sein? Da ist so eine Garagentür. Ich verstehe das Spiel nicht! Da ist so eine Garagentür, Jungs. Ja, Junge, Strizi ist nicht online! Was checkst du nicht? What the fuck? Er haut einfach nur auf! Er ist mir doch nicht im Discord! Nein, ist er nicht! What the fuck? Du, was redest du, Mann? Was laberst du, Digga? Was für Discord? Ich bin so sauer, Digga. Strizi ist in der Arbeit! Ich bin so wütend, Mann. Murat, tschüss, komm! Du ein Spiel! Ja, weg hier! Geh weg hier! Piss dich da, Junge! Junge, du bist toxic! What the fuck? Ja, ist okay. Jungs, geht da noch weg, lasst uns geht weg. Lasst Murat schießen. Ja, genießt doch jetzt den Raid, genießt die Klänge des Bumbums. Geh einfach durch den Boden direkt, Murat. Murat, geh durch den Boden direkt. Schieß einfach eine Front weg, dann können wir komplett durchdroppen.
Weg da, Leute, bitte! Lass ihn. Ich hoffe, Murat weiß, wo er hinschießen muss. Ich hoffe, Murat kennt die Spots, wo man hinschießen muss. Ich schieß an die Pfeiler von den Garagentoren. Kann mir irgendwas leuchten? Ja, ist okay. Ja, ich komme leuchten. Ja. Ein Mann weniger. Habt ihr Leitern, Boys? Wir brauchen mehr Satchels, gell? Ich will nur noch trainieren gehen! Macht jetzt fertig, Digga! Ich hab keinen Bock mehr, jeden Tag von 17 bis 1 Uhr streamen für 100.000 weniger Viewer! Ich kann nicht mehr! Bitte! Macht einfach diese Band-Kampagne! Ich hab hier keinen Doktor mehr in Deutschland! Ich will einfach rausgehen und Spaß haben in meinem Leben, Digga! Junge! Ich fühl das gerade wirklich. Ich kann nicht mehr! Ich streame für 100 Viewer, Digga! 7 Stunden, Digga! Wobei ich rausgehen könnte, mein Leben genießen könnte! Was mach ich hier? Jetzt hab ich das deine Flöte mit! Patrick, ich stream für 50 Viewer 8 Stunden, weißt du? Ich meine, ist doch schön! Die 100 Leute enjoyen das! Freu dich doch! Wenn wir über unsere Probleme sprechen. Hab nichts mehr. Kann mir vielleicht jemand meine Semi-Automatic wieder zurückgeben, meine Munition? Meine Semi-Automatic und Muni wäre super süß. Digga, ich geh gleich auf, wenn du uns raidet, Digga. Ich geh raus, Digga. Hast du das uns zu hosten sonst? Was ist? Junge. Willst du sonst ran, Alter? Willst du sonst zu uns rüber hosten? Ach so. Was, hier. Ich bin drin, Jungs, ich bin drin, kommt oben hin! Die Sache ist die, ihr kommt nicht weiter. Da sind noch. Ja! Da sind immer noch 4 Türen. Nee, egal, ich hab die ganzen Kisten. Ja und? Da ist nichts groß drin. Tier 3 haben wir nichts groß drin. Lull. Jungs, könnt ihr aufhören? Oh Gott, Alter, das ist Incendiary Bullets. Leute, brauchen wir jetzt noch C4? Jo. Weil wir haben eigentlich alles, oder wollen wir sie ganz fertig machen? Na sicher. Aber Vene, der Streamtitel, Petrit beenden, passt gut. Jo. Na lol, danke für die Werbung. Hä, das hat Humanster gesagt. Nö. Doch? Nö. Unlucky. Mach dir zu. Doch gerade schon mal reingelaufen. Wo ist denn die? Wo ist Bro? Jack, kannst du mich boosten? Ich muss die ganze Base mit Kisten vollballern. Yo, C4 am Start? Ich look gerade. Wir haben drei Kisten. Wir haben drei Kistenräume schon. Die stehen im Eingang. Das sind die. Das ist, glaube ich, einer von denen, ja. Digga, habt ihr eigentlich hier Betten, Alter? Ja, haben wir. Ja, als ob wir ohne Schlafsäcke raiden gehen, what the fuck. Moin, Leute, Trimax hier. Einer ist unten hinten, hinter der Base. Holt den, let's go. Made, oder? Warum schießt er denn auf mich? Dude, ich wollte gerade runter und dann lasert er mich. Ja, warte mal. Junge, wer? Petrit. Junge, wie fucking lost. Ich schwör, die anderen Typen, die mit uns die Rains schießen die ganze Zeit nur auf mich, Alter. What the fuck? Okay, Ami räumt auf. Oh mein Gott, ich hab den noch. Bro. Wer ist er gewesen? Junge, Felo, du Stück Scheiße! Der killt mich zum fünften Mal! Es kann nicht sein Ernst sein, Alter! Mann, I don't know, das halbe Team von denen hat sich verpisst. Die haben uns doch nicht geholfen jetzt. Ich schwöre, was ist mit Felo? Ich check's nicht. Das war so grenzenlos stupid, mit dem anderen Team raiden zu gehen. Halt, for real. Also, keine Ahnung, ich habe den Eindruck davon, also von dem Fight jetzt her, Felo und sein Team, also Murat und so, die waren am Anfang da. Und dann haben sie einfach den Loot gejoinkt. Und sind abgehauen. Oder? Also for real. Wir haben halt alles bezahlt für den Raid. Ja, wir haben das verloren und Petrit gewonnen. Auf jeden Fall. Die haben auch halt schlau abgezogen. Muss man denen lassen. Ja, Dude, wenn du nicht erkennst, wer die Hälfte von deinen Leuten sind, dann kannst du halt nichts machen, ne? Aber Jungs, okay. Wie konnten wir die ganzen Waffen verlieren? Mann, ich schwör, ich will wirklich nicht das salty sein. Aber Philo hat mich 4-mal gedownt. Und die anderen haben sich einfach verpisst. Am Anfang kam mir dieses Team, Perrig und so, ne?
Und die haben wir weggeballert. Und die haben den ganzen Loot genommen, haben sich verpisst und sind dann später dazugekommen, wo wir dann schon mit den Explosives durch waren. Und dann, nachdem Murat sich mit dem Grenade Launcher selbst gekillt hat, sind die nie wieder gekommen. Die waren alle weg einfach. Da war dann nur noch Philo da und der hat mich dauernd gekillt. Naja, nein, nein. Was nein? Ja, Philo war da und... Colin, Bunter hab ich dann nicht Mann, gesehen. Alter, Bunter ist erstmal Bunter ist gestorben und war weg und Dings Colin, der hat nie eine Waffe gehabt, der war immer ohne Waffe da. Der war immer nackt da, ist immer einfach in die Granaten reingelaufen. Also, ja, das also wir wurden am Ende auch so gewinnen müssen eigentlich. Wir wurden legit hart geimpft von unseren Mates halt. Herr Alter, Pauli, Alter! Was ist? Ja, sortierst du die Kisten einmal, Alter, du legst da wieder nur Scheiße rein, du Idiot. Hast du irgendwas Elektronisches aus der Kiste hier genommen, Veni? Weil ich wollte eigentlich anfangen, hier mal Licht reinzumachen. Oben? Es war einfach viel zu dunkel. Die Nacht war einfach dumm. Ja, hier, boah, hier war haben, ja glaube ich, einfach alles gerechtklickt. Hier war eine Kiste? Alles gerechtklickt. Ich glaube, die Kiste wurde instant weggesprengt. Na, hier haben wir Grenade launched. Nein, hier war ein Body, meinte ich, mit ganz vielen elektrischen Sachen. Hier war ein Body, meinte ich. Achso, ne. So, deswegen. Aber haben wir jetzt erstmal Waffenstillstand? Ja, ich würde schon sagen. Dann lassen wir uns erstmal in Ruhe, ne? Auf Handshake-Basis. Und schauen, ob wir vielleicht mal diese Insel da gemeinsam angreifen irgendwann. Ich keine Ahnung, wir sind halt mit irgendwie 6 MP5s gekommen und wir haben keine mehr, aber wir haben nur eine an euch verloren oder so. They don't know, Chat. People love. We got it all. Wie habe ich das überlebt? So dreist. Es ist so dreist. Jungs, nee. Was ist? Ja, hinter uns, auf den Stein schießen welche auf uns gleich. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung, Mann. Alter, ich hab denen gesagt, ich hab nichts und die sollen mich rausboosten, haben die gemacht, ne? Ich hab Full Inf. Ich hab alles. Ey, die laufen uns hinterher, Petrit. Petrit, sag ich. Die laufen uns hinterher, Amir. Digga, das hat 3 PS. Moin, Meta! Heißt, wer haut denn da 8000 Holz rein und lass es brennen einfach, Alter? Ich zuck aus, Mann! Amir? Hab ein paar kleine Probleme. Hä? Ich hab mich teleportiert? Schau mal! Schau mal! Ich steig unten ein und steig oben aus. Das ist eine Leiter, lassen wir hier stehen, oder? Ich schreibe in den Chat, dass wir bei der Tankstelle und beim Supermarkt sind und 2 kein Scrap haben. Ja, warte, wir ziehen uns auf. Hallo, ich bin neu ins Spiel, gell? Ich hab noch nie gespielt, diese. Bitte nicht schießen, ja? Nein, du musst das anders machen. Du musst ein Mädchen sein, warte. Hey. Entschuldigung. Wo finde ich dieses Scrap? Ich bin neu. Moin. Ich mag deine Haarfarbe. Ja, Sada. Das Gebäude da links von uns, das rechts von der Rakete, da kannst du mit einem Aufzug nach oben fahren und dann fährt der Aufzug aber ohne dich runter. Und du kannst nur runter, wenn du es schaffst, runter zu springen. Immer Ebene für Ebene und auf jeder Ebene ist Loot. Glaubst du, kriegst du das hin oder stirbst du? Let's go. Sicher. Worst Case kannst du auch versuchen, beim Aufzug runter zu droppen und in die verschiedenen Stockwerke reinzuspringen, aber wenn du da failst, dann bist du tot. Kriegst du schon hin? Er wird so sterben. Er wird so sterben, Chat. Er ist einfach... Er ist literally dead. Vielleicht kann ich die abfangen, die hier sind. Sehen die mich? Nein. No way, dass die mich sehen. Das ist so gut. Ich gehe jetzt ins Blue Card Building rein und wenn die kommen, kill ich die. Hast du aber Big Win gemacht, Pauli? Ja. Poggers, Dude. Ich seh schon. Geh weg mit dem, Alter. Spritz mir nicht an!